Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Let's Play Europa Universalis 4 und ihr seht hier schon, alles Mögliche passiert hier gerade in Europa. Wir sind im Religionskrieg und ich muss hier... Okay, Aachen ist schon mal ausgestiegen aus dem Krieg. Das ist schlecht. Wir müssen hier ein bisschen aufpassen, denn da kommen ziemlich viele Truppen aus Österreich, 76.000. Die werden sich sicherlich auf den Weg zu uns machen. Eine Armeetik haben die einen schlechteren als wir. Das ist schon mal ganz okay. Das sind ziemlich viele Schiffe von Frankreich. Was haben wir? 13, 19, 10, 13. Das heißt, wenn die alle repariert sind, wäre das gut für uns. Aber sind sie nicht ganz, ne? Meinst du auch einen Anfall? Wir lassen es mal zur Seeschlacht kommen. Mal schauen, ob das erfolgreich wird. Ich fürchte, wir müssten hier unsere Belagerung abbrechen. Ja, das können wir nicht halten. Wenn hier Österreich nach oben marschiert, brauchen wir da vor allen Dingen unsere Truppen. Ich glaube, Österreich cheatet auch so ein bisschen, denn die sind, glaube ich, ein bisschen am Truppenlimit. Oder? Ah, nee, haben ein neues Truppenlimit von 91.000. Was natürlich sau viel ist. So, also es scheint jetzt zu zwei parallelen Richtungen auf jeden Fall erstmal hier hinaus zu laufen. Wir sind hier aktuell hinten leider. Und das spiegelt sich auch in der Armee deutlich wieder, vor allem hier in den Kanonen. Oh oh. Also es kann, wie gesagt, sein, dass hier das Let's Play ein schnelles Ende finden wird. Das ist nicht auszuschließen. Und hier kämpft leider Frankreich auch besser als wir. Besser gewürfelt, aber da ist leider Verstärkung halt angerückt. Muss ich mich zurückziehen. Ist auch blöd, dass wir hier nicht alles sehen. Wo sind denn die österreichischen Truppen hin inzwischen? Hier unten sind viele. Sehr viele. Moskau ist zum Glück auch bei uns dabei. Immerhin etwas. Da wir den anführen, die Liga, können wir natürlich auch keinen Separatfrieden irgendwie schließen. So, wir müssten schon den ganzen Krieg gewinnen. Hier oben sind halt so viele kleine Städte, die ewig dauern, bis wir sie einnehmen. Es wäre eigentlich ganz gut, wenn wir so kleine Republiken rausziehen könnten. Sind die auf unserer Seite? Ich hatte ja gegen Schweden. Das ist unschön. Ist Braunschweig auf unserer Seite? Nee, Braunschweig ist auch gegen uns. Das heißt, wir ziehen mal nach Braunschweig bzw. erstmal nach Hannover. Hannover muss fallen, muss ich natürlich hier als aktuellen Braunschweig-Lebender sowieso sagen. Oh, dass hier so viele rein müssen, aber ich würde Holstein ganz gerne wirklich direkt einnehmen. Das wäre gut, wenn Moskau das rausziehen könnte. Die Pomeraner hier. Theodoro kommt dazu. Oh, jetzt haben wir auch noch unseren König verloren. Eine drohende Katastrophe. Warum? Stabilität von mehr als 1 bräuchten wir. Dann steigen wir nochmal in die Stabilität. So. Und was wir mal eben machen können, wir haben jetzt nämlich eine Legitimität von 100. Deshalb könnten wir hier das wegnehmen und austauschen gegen irgendwas. Gegen Disziplin würde ich das gerne machen. Zack, zack. Denn wir brauchen hier alle mögliche Hilfe in diesem Krieg, die wir erhalten können. Das ist alles nicht so einfach. Oh, warum sind da jetzt inzwischen 300.000 Truppen? Ich habe das Gefühl, das werden immer mehr bei denen. Weil man auch sagen muss, wir haben eigentlich noch gar keine Schlacht so richtig geführt, ne? Außer gegen Pommern. Das sind schon echt viele, die hier unten sich sammeln. Ich musste eigentlich mal nach unten rennen. Das sollte ich auch tun. Aber ich habe halt Angst, hier die Belagerung direkt aufzugeben. Auf jeden Fall gehen wir mal hier Richtung Braunschweig gerade.
Ah, hier unten werden die halt absolut zerstört. Da kommt Polen jetzt. Hat Polen da die Möglichkeit, was zu besetzen? Ja, haben sie leider. Haben sie leider. Ich würde halt auch gerne Pommern weiter einnehmen. Aber das ist alles nicht so einfach. Das Vogtland, okay. Da unten hin. Also im Moment kommen hier gerade ziemlich unsere Verbündeten zum Zug. Schweden. Österreich hat hier auch welche, die im Exil sind. Das ist ganz gut. Hier unten kämpft Theodoro ohne böhmische Unterstützung. Ich muss hier nach unten. Das geht nicht anders. Unbedingt muss ich da nach unten. Wenn jetzt hier irgendwo aus dem Hinterhalt leider Einheiten aufkommen, dann kann das sehr schmerzhaft werden. Aber ich sehe nicht hier da eine Möglichkeit, das anders zu schaffen. Schnell da rein. Da kommen die Braunschweiger zurück. Nee, Holland ist das. Das ist gar nicht Braunschweig. Oh, 89, 107.000. Böhmen kommt dazu. Böhmen. Wir verteilen aber gerade sogar höhere Schaden, weil die im schlechten Terrain kämpfen. Wenn hier noch ganz viele dazukommen von uns, wäre da noch was drin. Polen und Moskau. Oh, da kommen noch mal welche von den anderen. Was eine Schlacht. Das ist ja unglaublich. Inzwischen haben wir einen Nahkampf-Bonus. Jetzt geht es wieder in die Fernkampfphase. Wir verlieren aktuell leider mehr. Bandschloss. Die schließen alle jetzt Frieden. Das ist schlecht für uns. Das ist katastrophal für uns. Jetzt kommen 104.000 Schweden dazu. Sieht so aus, als wäre uns hier der Sieg nicht vergönnt. Ich muss ja auf jeden Fall raus. Auch wenn natürlich jetzt hier die auch alle sterben werden. Oh, das war ja mal die Todesschlacht da oben. Dadurch, dass die sich jetzt zurückgezogen haben, scheinen das tatsächlich noch... Nee, okay. Hätten wir das aber eventuell noch sogar noch gewinnen können. Da kommen jetzt tatsächlich Truppen von Kastilien dazu. Wo zieht ihr euch hin zurück? Okay, 18.000. Ja, das sieht sehr, sehr schlecht aus für uns. Und mit sehr, sehr schlecht meine ich ungewinnbar. Tja, da hat man sich dann wohl verzockt, würde ich sagen. Das ist ein Krieg, den ich verlieren werde. Ich könnte natürlich hier einfach sagen, okay, dann verlieren wir den Krieg halt und wir mal probieren es trotzdem weiter. Aber ich glaube, das ist was, was nichts bringen wird. Ich denke, das zu machen bringt dann relativ wenig. Oh, klasse. Kommen die genau an, wenn die Schlacht beendet ist. Wenn man schon kein Glück hat, da kommt auch noch Pech dazu. Okay, wir können denen gar nichts liefern. Oder was? Ja, auf jeden Fall wollen die noch nicht mal Frieden schließen. Könnten die nicht mal genug anbieten. Ja, ich würde sagen, dieses Projekt findet ein rasches Ende. Und ich werde das Ganze nochmal mit Mare Nostrum probieren. Wobei ich nicht weiß, ob ich direkt dieses Achievement nochmal angehen werde. Oder ein anderes. Und ich weiß auch nicht, ich glaube, ich mache sogar erstmal eine Europa Universalis Pause. Ja, sollen wir uns jetzt mal hier... Und Neugranada macht sogar auch noch mit. Klasse. Also ich muss sagen, diese Schlacht oder diesen Spielstand muss ich leider aufgeben.
denke, es wird erstmal nicht direkt ein neues Europa Universalis Let's Play geben, sondern ich werde erstmal, glaube ich, Anno wieder ein wenig Zeit einräumen. Das hat Anno dann doch verdient, dass es auch mal wieder ein bisschen Screentime bekommt. Aber ich kündige das schon mal an. Es wird auf jeden Fall nochmal den Versuch geben, dieses Achievement zu bekommen. Wenn man es beim ersten Mal nicht schafft, muss man hartnäckig dranbleiben. Ja, gut. Ich weiß nicht, inwieweit wir uns das hier noch ansehen wollen. Diese leidliche Geschichte hier. Polen wird überrannt. Man könnte natürlich jetzt probieren... Ach, was laber ich hier eigentlich? Man kann eigentlich gar nichts mehr probieren. Polen. Immer noch 60.000 Truppen. Also wenn Österreich nicht gerade einen Separatfrieden mit Polen schafft, ohne uns damit zu sehr zu schwächen, ist da nichts drin. Naja, gut. Also, wie gesagt, ich werde jetzt hier dieses Projekt beenden. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn wir letztendlich nicht erfolgreich waren. Aber beim nächsten Mal klappt das hoffentlich ein bisschen besser. Wie gesagt, es wird jetzt erst ein Anno-Projekt geben. Anschließend gibt es dieses Projekt dann nochmal. Und ich werde den zweiten Versuch starten, hier das schwedische Weltreich zu etablieren. Vielleicht sind wir dann ein bisschen glücklicher dabei und haben nicht das Problem, dass Österreich, Frankreich und Kastilien sich schnell zu einem Block formieren und so weiter und so fort. Mal schauen. Vielleicht nehme ich auch ein anderes Projekt in Europa Universalis 4. Ich weiß noch nicht, ob ich direkt wieder den zweiten Versuch Schweden mache oder ob ich irgendwo... Ich habe auch mal Lust, irgendwo außerhalb von Europa zu spielen, muss ich sagen. Könnt ihr auch gerne Vorschläge machen, was denn da als nächstes anstehen soll. Auf jeden Fall muss ich eingestehen, ich bin gescheitert. Das ist nicht mehr schaffbar. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und ihr schaut dann auch demnächst mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr jetzt erstmal auf das erste Europa Universalis Projekt nochmal von mir klicken. Das war ja das Frankreich Projekt, da könnt ihr gerne draufklicken und hier unten rechts gibt es dann das angesprochene Anno Projekt, auf das ihr auch gerne klicken könnt. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, macht's gut, tschüss.